So, hier ist jetzt die Lösung der Aufgaben 3 bis 9. Und hier wollen wir mal verschiedene Gleichungen umstellen. Und zwar beginnt das Ganze mit der Gleichung b minus c durch b durch a nach b umstellen. Da ist das Sinnvollste erstmal hier diese ganze Geschichte mit a zu multiplizieren, sodass da steht a in Klammern b minus c ist gleich b. Wenn man jetzt hier das ausmultipliziert, bitte jeden Summanden mit jedem multiplizieren, dann haben wir ab minus ac ist gleich b. Und wenn man jetzt das Ganze so umformt, dass alles mit b auf einer Seite ist, alles ohne b auf der anderen Seite ist, dann haben wir da minus c, ac ist gleich b minus ab. Und wenn man jetzt b ausklammert, das heißt, ich nehme aus diesem Ausdruck sowohl hier das b heraus als auch da das b heraus. Dann habe ich da stehen b und dann hier eine 1, weil ja einmal b da steht, minus a ist der Ausdruck. Und wenn ich dann wieder umforme, das heißt also hier jetzt durch 1 minus a dividiere, dann bin ich genau bei dem Ausdruck, wobei man natürlich sagen muss, dass 1 minus a genau das gleiche ist wie minus a minus 1. Und dann kann ich hier diese beiden Vorzeichen, die ich hier habe, herauskürzen und habe sie dann hier im Ergebnis nicht mehr. Bei der Aufgabe 4 ist die Aufgabe an sich noch leichter zu lösen. Hier brauchen wir nämlich nur erstmal die Klammern ausmultiplizieren, bitte sauber. Und zwar kommen wir dann auf 5a minus 10b. Hier ist die Schwierigkeit das Minus vor der Klammer. Wenn einem das erstmal unheimlich ist, nimmt man erstmal nur die 4 rein. Minus 4b ist gleich c. Dann kann man hier das Minuszeichen mit reinnehmen. Das heißt, hier steht dann vorne, ändert sich natürlich nichts. Und dann steht da minus 4a. Und hier aus diesem Minus wird ein Plus 4b. Und das Ganze ist immer noch gleich c. Jetzt wieder, wir wollen nach b umstellen. Also alles mit b auf die eine Seite des Gleichheitszeichens. Dann haben wir hier die 10. Minus 10b kriegen wir auf die andere Seite mit plus 10b. Die plus 4b kriegen wir auf die andere Seite mit minus 4b. Plus 10 minus 4, da können wir gleich zusammenrechnen, das sind 6b. Das c ist dann auf dieser Seite über, das muss dann auch nochmal weg. Also rechnen wir minus c. Hier haben wir 5a minus 4a, das ist nur noch 1a minus c. Und jetzt kann man noch durch 6 teilen. Und wenn wir das machen, haben wir hier b ist gleich a minus c durch 6. Wenn man so hier wie diese Aufgabe, das ist die Aufgabe 5, Mehrfachbrüche hat, haben wir natürlich auch eine Gleichung. Dann muss man erstmal den Zähler ausrechnen für sich und den Nenner ausrechnen für sich. Das heißt, beim Zähler relativ einfach, gleichnamig machen, wenn man keinen Taschenrechner zur Hand hat. Gleich kleinste gemeinsame Vielfache ist 6. Dann haben wir hier 6, beides multipliziert mit 2, also 4 Sechstel, minus beides multipliziert mit 3, 3 Sechstel, das ist 1 Sechstel. Und der Nenner hat als gemeinsames Vielfaches die kleinste Zahl 12, denn 12 ist sowohl durch 6 als auch durch 4 teilbar. Den ersten Bruch muss man mit 2 erweitern, das heißt, Zähler mal 2 sind 10 Zwölftel minus 9 Zwölftel
Also ist das Grad 1 Zwölftel. Das heißt also, y ist 1 Sechstel durch 1 Zwölftel. Und dann multiplizieren, statt zu dividieren, werden wir lieber mit dem Kehrwert multiplizieren. Zum Kehrwert bilden wird der Nenner einfach umgedreht. Das heißt, y ist dann 1 Sechstel statt durch jetzt mal 12 Eintel. Und jetzt können wir hier kürzen. Das sind 2 mal 6, das sind 1 mal 6. Und deswegen ist y auch Grad 2. Dann haben wir als Aufgabe 6 die Aufgabe CA und so weiter und so fort. Dazu wird jede Klammer erst einmal ausmultipliziert. Das heißt, was haben wir hier? Wir haben dann A mal C oder C mal A, das ist egal, minus B mal C. Ich schreibe es jetzt in der Reihenfolge des Alphabets, hat den Vorteil, dass man das hinterher besser zusammenfassen kann, sieht man schöner. Hier mal ein Plus dazwischen, also ändert sich bei den Vorzeichen hier nichts. Haben wir AB minus BC. Hier haben wir ein Minus davor. Das heißt, das Minus hier drin ändert sich in Plus. Das heißt also minus AB plus AC und das Ganze soll immer noch 0 sein. Jetzt können wir, was zusammenpasst, auch zusammenfassen. Hier haben wir ein AC, hier haben wir noch ein AC, das heißt wir haben 2 AC. Dann haben wir hier minus BC und noch ein minus BC. Also haben wir hier minus 2BC und dann hätten wir hier noch zu bieten AB minus AB, das gibt dann 0AB, das heißt, das kann man auch weglassen und das Ganze soll immer noch gleich 0 sein. Und jetzt können wir die ganze Kiste durch 2 teilen und dann noch durch C teilen, wobei wichtig, C muss ungleich 0 sein, sonst funktioniert das Ganze nicht, denn durch 0 darf man ja nicht teilen. Also hätten wir dann da stehen, A minus B ist gleich 0 und damit folgt natürlich auch, dass A gleich B ist. So, dann haben wir noch eine letzte Gleichung. Ne, letzte ist es noch gar nicht. Hier haben wir noch ein paar. Auf jeden Fall müssen wir hier ein ganz klein wenig vorweg überlegen. Wir haben nämlich hier wieder einen Bruch. Und beim Bruch hatten wir oben schon gesehen, da musste man 8 geben. Der Nenner muss ungleich 0 sein. Das heißt, wir müssen gucken, welche Zahlen hier nicht erlaubt sind. Wenn man sich den Teil hier anschaut, darf schon mal die 1 nicht erlaubt sein. Und wenn die 1, wenn da eine 1 steht, dann ist das Ding 0. Also haben wir unten im Nenner eine 0, das geht nicht. Und wir dürfen auch nicht, dass dieses Objekt 0 wird. Das heißt also, x darf auch keine 0 sein. Sonst kriegen wir hier ein Problem. Hier können wir nochmal explizit dazu schreiben, x darf auch nicht 1 sein. Also beide Zahlen sind ausgeschlossen. So, jetzt geht es immer, wenn man Bruchgleichungen lösen will, dann wird immer mit dem Nenner multipliziert. Das heißt, man bringt erstmal diesen Teil hier auf die andere Seite der Gleichung. Also wir machen mal 1 minus 1 durch 1 minus x und erhalten dann diesen Schritt hier unten. Also x ist gleich, weil einmal das ausmultipliziert, ergibt eben das. So, und jetzt versucht man erstmal alles mit Bruch auf die eine Seite. Das ist dies hier, alles ohne Bruch auf die andere Seite. Da muss also die 1 weg. Das heißt, wir rechnen mal minus 1.
Dann haben wir da stehen, x minus 1 ist gleich den Rest, den wir noch übrig haben, also minus 1 durch 1 minus x. Jetzt haben wir hier so ein überflüssiges Minuszeichen, das bekommt man weg, indem man mit minus 1 multipliziert. Bei minus 1 Multiplikation mit minus 1 drehen sich hier die Vorzeichen um. Hier bekommen wir also minus x plus 1 andersherum hingeschrieben, ergibt diesen Ausdruck. Hier fällt nur das Minuszeichen weg. Jetzt wieder mit Nenner multiplizieren. Also wir haben ja immer noch einen Bruch. Also müssen wir nochmal mit dem Nenner multiplizieren. Wenn wir das nochmal machen, kriegen wir 1 minus x mal 1 minus x ist gleich 1. Dies kann man hier mit einer binomischen Formel auflösen. Aber x² minus 2x plus 1 ist 1. Dies minus 1 auf die andere Seite. Und dann haben wir da stehen x² minus 2x plus 1 minus 1 ist 0. Also ist das Ganze gleich 0. Wenn man das ein bisschen anders aufschreibt, ist das ja x mal x minus 2 gleich 0. Und ein Produkt wird genau dann 0, wenn entweder das gleich 0 ist oder der zweite Term gleich 0 ist. X darf aber nicht gleich 0 sein, das haben wir hier oben schon aufgeschlossen. Also ist x gleich 0 nicht zulässig. Ist x minus x gleich 2, dann haben wir eine Lösung, die zulässig ist. Das heißt, dies hier ist die einzig mögliche Lösung für diese Gleichung. So funktionieren im Grunde Bruchgleichungen, also immer möglichst die Nenner nach oben multiplizieren, so lange bis keine Nenner mehr da sind. Als nächste Schwierigkeit auf dem Test waren sogenannte Wurzelgleichungen. Bei Wurzelgleichungen hat man irgendwo eine Wurzel vorkommen und die versucht man erstmal alles mit Wurzel auf die eine Seite, alles andere auf die andere, steht hier schon praktischerweise so da. Dann kann man quadrieren. Wenn man es quadriert, bitte immer die ganze Seite quadrieren. Das heißt, da muss eine Klammer drumherum und ein Quadrat dran. Dann kann man hier wieder ausmultiplizieren oder binomische Formeln nehmen oder was auch immer. Hier fällt nur die Wurzel weg, deswegen bleibt das auch alles so stehen. Dann kann man ein bisschen auflösen, das x-Quadrat rausnehmen auf beiden Seiten, dann fällt es weg. Das heißt, wir haben hier 2xy plus y-Quadrat ist gleich c. Und was sollten wir tun? Wir sollten es nach c auflösen. Also sind wir an dieser Stelle auch schon fertig. So, eine Wurzelgleichung bleibt uns jetzt noch. Und zwar die Aufgabe 9. Auch hier erst quadrieren und dann ausmultiplizieren. Quadrieren, bitte Acht geben, dass wenn man quadriert, wird einmal hier quadriert und einmal da quadriert, weshalb sich hier auf der linken Seite nichts Neues ergibt, bis auf dass die Wurzel wegfällt. Und hier muss b und c zusammen ins Quadrat genommen werden. So, dann haben wir hier eine binomische Formel, die wir auch hinschreiben können. Hier eine binomische Formel, die man hinschreiben kann. Denken Sie bitte immer an die negativen Vorzeichen. Das ist ganz oft, was falsch gemacht wird, dass man das vergisst. Also lieber erstmal eine Klammer noch drumherum und im nächsten Schritt. Hier kann man, weil ein Mal dazwischen steht, die Potenzen einzeln beziehen auf die einzelnen Faktoren. Und dann kann man, hier wenn man das Minuszeichen noch mit reinnimmt, haben wir hier a Quadrat minus a Quadrat, da bleibt nichts. Dann haben wir hier 2ab, nochmal 2ab gibt 4ab. Und dann haben wir noch plus b Quadrat minus b Quadrat fällt auch wieder weg. Und das Ganze ist dann b Quadrat c Quadrat, also das was hier hinten steht. Und jetzt sollen wir das Ganze nach b auflösen, ist ja unser Ziel. Also muss alles, was hier noch ein c hat, weg. Und dies b hier von der Seite darüber. Dies b darüber ist durch b. Dann haben wir b² durch b ist nur noch b.
Und 4a durch c Quadrat sind 4a. Eben halt c Quadratel oder durch c Quadrat, je nachdem, wie man das gerne aufschreiben möchte.